This is sailing yacht Mola Mola, over. Mola Mola, this is Marina Rubicon, go ahead. Now Rubicon, this is Mola Mola again. We will leave the marina now. Thank you for the pleasant stay and all the best. Bye bye, over. Mola Mola, see you again and have a good trip. Bye bye, out. Rubicon ist nun unsere letzte Marina auf Lanzarote, die Insel der Feuerberge. Einmal richtig in die Geschichte der Entstehung dieses kanarischen Archipels eingetaucht, lässt es uns so schnell nicht wieder los. Wir sind gespannt auf Fuerteventura. Die Informationen, die wir bekamen, waren äußerst unterschiedlich. Einige sagten sogar, fahrt doch direkt nach Gran Canaria. Komisch, wir sind etwas irritiert. Dann sprechen wir mit einem sehr netten englischen Ehepaar, die uns Gran Tarajal als einen guten Fuerteventura-Stützpunkt empfahl. Aber war da nicht auch noch Puerto de Rosario oder Castillo Caleta de Fueste? Nun, wir werden sehen. Das Wetter ist ja ruhig, der Wind schwach bis mäßig aus nördlicher Richtung. Den Fährverkehr zwischen Lanzarote, man sieht die beiden Fähren hier, eine da, das sind wir. Der Wind kommt hier so schräg von hinten. Wir haben ein bisschen Strömung, fahren 4,3 Knoten und brauchen das Großsegel gar nicht rauszuholen, das macht jetzt nur Theater vor Wind los. Vorbei an der Insel Lobos segeln wir entspannt mit achterlichen Winden Richtung Süden an der Küste Fuerteventuras entlang. Nach einigen vergeblichen Versuchen mit der Marina Castillo Caleta de Fueste Verbindung aufzunehmen, gelang es doch tatsächlich, uns telefonisch dort anzumelden. Sie hätten Platz, wir könnten gerne kommen und man würde uns schon erwarten. Das hört sich gut an. Hier drüben sieht man den Flughafen von Fuerte. Das ist Porto del Rosario. Als wir uns der Marinaanlage nähern, schallt von der Kade laute Musik und Gegröle zu uns herüber. Leider müssen wir feststellen, dass wir nicht willkommen sind und auch keine Anlegemöglichkeiten vorhanden ist. Die freien Stellen werden von Ausflugskatamaranen beansprucht. Auch die Nachfrage über Funk wurde mit eisigem Schweigen beantwortet. Kurz entschlossen drehen wir ab und versuchen unser Glück in Gran Tarajal. Wir sind gerade ziemlich genervt. Wir waren da in diesem Hafen Castello, wo ich jetzt dann angerufen hatte und wo sie gesagt haben, ja, wir könnten kommen, wäre Platz genug und bla, vor und zurück. Und wir kommen da rein, völlig eng, kein Mensch da, Kanal 09, keiner dran, Telefon keiner dran. Kein Mensch hat sich da in irgendeiner Form gezeigt. Wir sind da hin und her gefahren und dann haben wir nach 5 Minuten Warten haben wir dann einfach die Kurve gekratzt und haben jetzt Gran Tarajal angelegt. Das sind jetzt noch 15 Meilen. 5 haben wir schon hinter uns mittlerweile und hier jetzt unter Maschine mit 7,5 Knoten gehen wir jetzt hier auf das Kap zu. Gucken mal, was da ist. Ich könnte das Gran Tarajal ist uns beschrieben worden als deutlich größer. Auch mit allen Ecken und Kanten natürlich, wie das hier in Spanien so ist bei diesen öffentlichen Häfen. Und davor ist aber eine große Ankerbucht auch, die wir da zur Not aufsuchen können. Wir werden uns das jetzt mal anschauen. Auf jeden Fall sind wir momentan ziemlich genervt. Wir versuchen jetzt mal hier reinzufahren und gucken, was passiert. Auf Funk reagiert kein Mensch. Welch ein Unterschied hier in Gran Tarajal. Wir werden per Handschlag von einem jungen Mann des Sicherheitsdienstes empfangen, der sich gleich darauf entschuldigt, dass er über Funk nicht geantwortet hat. Alle Handfunkgeräte sind kaputt und sie hätten gerade kein Geld für neue. Aber sie würden ja auch ankommende Boote rechtzeitig sehen und Platz ist ja auch genug da. Das Wetter ist grandios. Es ist warm,
sommerlich. Wir liegen hier alleine. Rechts und links sind die Boxen frei. Das Boot geht ziemlich hin und her, weil wir relativ viel Strömung haben. Die Festmacher knarzten die ganze Nacht. Gran Tarajal gehört zu der Gruppe der Puertos Canarios. Diese Häfen werden von den Gemeinden verwaltet und sind recht preisgünstig, bieten aber natürlich auch weniger Service. Die persönliche, ja fast familiäre Atmosphäre gefällt uns sehr. Wohltuend fällt außerdem auf, dass Gran Tarajal so gut wie keine Touristen hat. Zunächst einmal geht es jetzt mit den Rädern in den Ort. Von der hübschen Promenade aus hat man einen wunderbaren Blick über den Strand und die große Bucht direkt vor dem Hafen. Gran Tarajal ist mit 7.400 Einwohnern der drittgrößte Ort auf Fuerteventura. Hier im Ort gibt es keinen Massentourismus. Die noch am Vortag so ruhig daliegende Bucht zeigt sich heute als durchaus respekteinflößende Ankerstelle. Sollte da ein Ankerlieger zu wenig Kette gesteckt haben und dadurch auf Slip gehen, hat er ein Problem. In Gran Tarajal selbst gibt es keinen Autovermieter, deshalb haben wir uns per Internet einen Wagen am Airport reservieren lassen. Mit dem Linienbus gelangen wir bequem zum Airport nahe Puerto de Rosario. Nun sind wir per Mietwagen unabhängig von diffusen Fahrplänen und können unsere Ausflüge frei gestalten. Nach den Erfahrungen mit den hiesigen Marinas werden wir die einzelnen Inseln der Kanaren alle von einem Stützpunkthafen aus per Mietwagen erkunden. Natürlich nicht, ohne die einzelnen Marinas von Land aus zu besuchen. In der Franco-Zeit zwischen 1940 und 1946 errichtete man hier auf Fuerteventura an der Straße nach Betancuria einen Staudamm. Heute ist das Wasserbecken verlandet. Es speichert aber noch genügend Feuchtigkeit für eine bescheidene Landwirtschaft. Das ist eine Schildlaus. Siehst du die Beine? Auf Feigenkakteen sitzen gerne Schildläuse, die teilweise heute noch zur Herstellung des roten Farbstoffs Carmin verwendet werden. Dabei werden diese Läuse auf den Kakteen gezüchtet, um dann als Farbstoff in der Kosmetikindustrie eingesetzt zu werden. Überrascht sind wir immer wieder, wenn wir entdecken, wie die Natur Feuchtigkeit speichert, um zu überleben. Das ist ganz feucht. Ganz nass. Ah ja, guck mal. Da. Diese ganzen... Enorm Feuchtigkeit. Boah. Ja. Riecht das? Ja, ganz nach Gras. Mhm. Nach Gras. Die großen schwarzen Rabenvögel sind sehr schlau und überall dort anzutreffen, wo Touristen hinkommen. Wohl wissend, dass trotz Fütterverbot dort immer etwas Fressbares abfällt.
Das nächste Ziel ist Coralejo, ganz im Norden Fuerteventuras. Unsere Einschätzung, dass es kein lohnender Anlaufhafen für uns sein sollte, wird bestätigt. Es ist ein recht offener, stark frequentierter Hafen. Für uns ist es aber dennoch wichtig zu wissen, dass hier im Notfall ein Overnight-Stop ohne weiteres gemacht werden kann. Rubicon. Lanzarote. Die Fähren von und nach Lanzarote verkehren hier im Stundentakt. Fisch auf dem Grill und Salat auf dem Teller. Kann ja nur gut sein. Nun geht es aber erst einmal wieder ganz in den Süden. Vorbei an der Costa Calma und der sandwüstenähnlichen Landschaft erreichen wir Morrable. Morrable wird von vielen Seglern als Ausgangshafen nach Las Palmas de Gran Canaria genutzt. Teilt es doch die Strecke Lanzarote-Gran Canaria in zwei angenehme Teilstücke. Auch wir haben überlegt, unsere Route so zu planen. Nachdem wir aber beobachtet haben, wie oft und rücksichtslos die großen Fähren hier einlaufen, nehmen wir gerne Abstand von dem Gedanken, hier einen kurzen Zwischenstopp einzulegen. Natürlich sind es dann aber von Gran Tarajal bis nach Las Palmas de Gran Canaria immerhin 80 Seemeilen. Ja, ist eine Turtle-Aufzugsstation. Die Gelenke und der Kopf mit dieser Haut an den Panzer und so verbunden ist. Ne? Wie so ein Trockentauchanzug. Bei der routinemäßigen Kontrolle unseres Unterwasserschiffs fällt mir auf, dass sich am Bugstrahlruderschacht eine Gitterstange gelöst hat. Ich schraube sie einfach kurzerhand ab. Sehr interessiert an dieser Aktion zeigt sich ein brauner Feilenfisch, auch als brauner Drückerfisch bekannt. Sein wissenschaftlicher Name ist Stephanolepis hispidus. Er ist ein Verwandter der Kugelfische. Diese gehören wiederum zu den Knochenfischen. Das männliche Tier hat vor der zweiten Rückenflosse, wie hier gut zu erkennen, einen langen Faden und lässt sich dadurch gut von den weiblichen Tieren unterscheiden. Im Augenwinkel kann ich auch wieder den stattlichen Rochen vorbeiziehen sehen, der im Hafen oft nach Nahrung sucht. Ziegenhaltung auf Huerte hat eine lange Tradition. Heute ist es schwer, wirtschaftlich zu arbeiten, da das Futter von anderen Inseln herangeschafft werden muss. Sika Sumbre Aussichtspunkt. Der Begriff Starlight Reserve bezieht sich auf Gebiete zum Schutz des Sternenlichts. Uns war gar nicht bewusst, dass das Licht der Sterne und der nächtliche Raum Rechte haben. Fuerteventura setzt sich für die Verteidigung dieser Rechte sowie für die Qualität des Nachthimmels und die Betrachtung der Sterne ein. So ist der 20. April jedes Jahres der Welttag der Sterne. Fuerteventura ist die zweite große Kanareninsel unserer Reise.
Wir sind beeindruckt von der Landschaft, die von weitem so karg erscheint, bei näherem Hinsehen uns aber voll in ihren Bann zieht. Wir könnten noch Stunden die Wunder der Natur dokumentieren. Aber fahrt doch selber einmal auf die zweitgrößte Kanareninsel, hier im Atlantischen Ozean. Am 20.05.2019 werfen wir so gegen 20 Uhr nach einer wunderbaren Zeit in Gran Tarajal die Leinen los. Vor uns liegen etwa 80 Meilen bis nach Las Palmas, die Gran Canaria. Momentan messen wir einen etwas unsteten Wind zwischen 15 und 20 Knoten aus nordöstlicher Richtung. Für uns ist es immer wieder etwas ganz Besonderes, abends die Leinen loszuwerfen und in die Nacht hinauszusegeln. Wir sind gut vorbereitet, aber haben wir auch an alles gedacht? Solche Gedanken gehen mir dann stets durch den Kopf. Ach ja, und dann war da ja auch noch die Acceleration Zone zwischen den Inseln. Was wird uns da wohl erwarten? Es ist jetzt 22 Uhr. Segeln im Moment mit 6,5 bis 7 Knoten. Wind. Viel Mond. 35 Knoten. Es ist jetzt 9 Uhr. Und wir haben noch 15 Meilen. Es ist kalt. Wir frieren und sind müde. Jetzt 3 Meilen vor Las Palmas. Das sieht so aus wie in England. Für die Strecke Gran Tarajal Las Palmas benötigten wir 16 Stunden. Die höchste Windgeschwindigkeit von 37 Knoten hatten wir um 12:30 in der Nacht. An Schlaf war natürlich nicht zu denken. Stolz haben wir unsere Feuertaufe in den Acceleration Zones zwischen den Inseln bestanden. Nun wissen wir, dass dort vorhergesagte 20 Knoten sich schnell um 15 oder 20 Knoten erhöhen können. Jetzt werden wir uns aber erst einmal richtig ausschlafen, um dann mit euch in einer weiteren Episode die wunderbare Insel Gran Canaria zu erkunden. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute mit Mast und Schotbruch. Eure Mola Molas.